Herzlich willkommen beim Mürztal aktuell, Ihrer Nachrichtensendung auf MEMA TV. Am Brucker Hauptplatz haben sich am Mittwoch wieder die SPÖ-Frauen eingefunden. Grund dafür war der traditionelle Flohmarkt. Egal ob Hauben, Ski oder Bilder, der Flohmarkt am Brucker Hauptplatz deckt auch heuer wieder ein breites Spektrum ab. Zweimal im Jahr wird dieser Flohmarkt von den SPÖ-Frauen veranstaltet. Ja, wir machen das, damit wir wieder andere Sachen für unsere Bürgerinnen und Bürger unternehmen können, sowie die Muttertagsfeier im Frühjahr und heuer im Herbst, sowie morgen das Herbstfest. Welche Sachen gibt es bei eurem Flohmarkt? Ja, wir haben eigentlich viel. Wir haben Geschirr, wir haben Bücher, wir haben CDs, viel Gewand, Bettwäsche, Skis, also eigentlich alles, was das Herz begehrt. Jetzt macht ihr das schon einige Jahre. Ihr seid wirklich eine Institution hier geworden, was den Flohmarkt anbelangt am Hauptplatz. Welche Leute kommen hierher? Ja, es kommen Männer, es kommen Frauen, wirklich unterschiedlich. Viele Frauen, die eben für ihre Kinder was suchen, wo wir auch tolle Spielsachen auch dabei haben. Und was für mich auch so faszinierend ist, dass sich das schon so eingebürgert hat, dass mich die Leute schon kontaktieren, wann wir wieder einen Flohmarkt machen und die Sachen zu mir bringen und ich das einfach im Keller deponiere und dann das hierher bringe. Also es kommt wirklich jedes Mal so viel zusammen. Weil wir geben ja dann den Rest weiter an das Rote Kreuz und das wissen die Leute auch und somit ist das wirklich eine ganz tolle Sache. Also am besten einmal den Dachboden oder Keller aufräumen, dann ist für Nachschub für den nächsten Flohmarkt im Frühjahr bestimmt gesorgt. Die Erziehungsratgeber werden immer mehr, die Eltern aber im Gegenzug immer unsicherer, was die Erziehung anbelangt. Wir haben versucht, in den Erziehungsdschungel etwas Licht zu bringen. Autoritär oder doch liberal? Strafen, ja oder nein? Viele Eltern sind heutzutage verunsichert, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Haben wir wirklich verlernt, wie Erziehung funktioniert? Häufig schwanken sie sehr stark hin und her, ja, zwischen einer sehr autoritären Erziehung, ja, wo die Kinder wirklich alles tun dürfen, was sie wollen, und auf der anderen Seite zwischen einer laissez-faire Erziehung, wo sie dann gar nicht eingreifen, ja, korrigierend. Wir sprechen in dem Zusammenhang häufig von einer Nichterziehung. Ja, und diverse Untersuchungen haben gezeigt, dass das für die Kinder besonders schlecht ist, weil sie nicht wissen, was sie erwartet. Ja, wie reagiert die Mama jetzt, wie reagiert der Papa? Und diese Unsicherheit ist eigentlich das Schlechteste von allen drei Formen. Ja, und da brauchen Eltern sicher vielfach Unterstützung, halt, ja, um eine klare Linie zu finden. Jetzt ist es ja so, dass jede Zeit ihre Erziehung hat, von autoritär zu anti-autoritär. Und jetzt, glaube ich, ist es auch so, dass wir erst unseren Erziehungsstil finden müssen heutzutage? Ja, das stimmt. Das Institut für Kind, Jugend und Familie richtet sich da ganz stark nach einem Konzept von Heimoma. Also Heimoma ist ein klinischer und Gesundheitspsychologe, der in Tel Aviv einen Lehrstuhl hat an der Universität. Und Heimoma spricht eben sehr stark von der Präsenz der Eltern. Ja? Also Präsenz bedeutet, dass sie immer für ihr Kind da sind. Egal was passiert, egal was für einen Blödsinn macht, sie sind da. Ja? So der sichere Hafen, ja, wo das Kind immer wieder zurückkommen kann. Es heißt aber nicht, dass das Kind machen kann und darf, was es will. Ja? Also es gibt schon, wenn Sie ein störendes Verhalten haben, senden Sie ganz klar die Botschaft, du, ich habe dich gern, aber dieses Verhalten akzeptieren wir nicht. Und wir werden alles tun, damit dieses Verhalten endet. Wichtig in der Erziehung ist auch die Deeskalation. Und auch da gibt es Mittel und Wege, wie man einen Wutausbruch vor dem Kind vermeiden kann. Das Wichtige ist eben so eine Stoßdämpferhaltung einzunehmen. Ja? Versuchen, sie nicht hineinziehen zu lassen in die Situation vom Kind. Ja? Sie nicht provozieren zu lassen und nicht in diesen Teufelskreis, dann, dass man selbst nörgelt und jammert etc., dass man da nicht hineinkommt. Das ist schwierig, aber da gibt es ganz banale Interventionen wie das Zimmer verlassen. Ja? Auch einmal nichts zu sagen. Ja? Zum Beispiel, du, mir passt das Verhalten jetzt nicht, ich bin absolut nicht zufrieden, aber wir werden später darüber reden. Ja? Also Heimoma spricht in diesem Zusammenhang davon, das Eisen schmieden, wenn es kalt ist. Und das ist einfach sehr hilfreich. Ja. Oder auch, wenn Sie wollen, ein Glas Wasser trinken, bis 10 zählen, durchschnaufen. Das sind so die Interventionen, die wirklich funktionieren.
Letztendlich sollten Eltern aber auch auf ihr Bauchgefühl vertrauen und sich vor allem nicht scheuen, um Rat zu fragen, wenn sie einmal nicht weiter wissen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, bleibt bei den Hinterbliebenen oft eine große Lücke. Vor allem mit der Trauer ist man oft allein. Das muss aber nicht so sein. Im Brucker Gesundheitszentrum gibt es einmal im Monat einen Trauerkreis, wo man unter Gleichgesinnten versuchen kann, seine Trauer zu verarbeiten. Der Schmerz, einen geliebten Menschen verloren zu haben, ist nicht in Worte zu fassen. Die Leere, die bleibt, nie mehr zu füllen. Dennoch ist es für Trauernde immens wichtig, über ihre Trauer zu sprechen, um diesen Verlust zu verarbeiten. Ja, es ist sehr wichtig für die Trauernden, den Verlust eines Menschen über den Tod darüber zu sprechen. Es ist leider nicht so einfach, wie man immer gesagt hat, das Trauerjahr, dann ist es vorbei. Also das Trauerjahr, das hat uns irgendwie ein bisschen irritiert, glaube ich immer. Das hat mich selbst irritiert, wie in der Lage war. Man hat so viele Gefühle, so viele Gedanken und darum ist es wichtig, dass man mit Gleichgesinnten sie treffen kann und über seine Probleme und Sorgen sprechen kann. Ja. Jetzt ist es ja so, man erwartet ja eigentlich heutzutage, dass man funktioniert immer. Und ist es auch so, dass man heutzutage sich die Menschen schwer tun, auch die Trauer zuzulassen, schwach zu sein, das zuzulassen? Also ich glaube, das ist ein Hauptthema überhaupt, ja, weil man in der Gesellschaft funktionieren muss. Auf der einen Seite ist es, die Trauer soll ausgelebt werden. Die Trauer hat verschiedene Phasen und dauert unterschiedlich lang. Es kommt auf die Situation, auf den Verlust, auf die Schwere des Verlustes an. Und man sollte aber sofort wieder funktionieren im Beruf und im Alltag. Ja? Und das ist sicher ein Problem. Darum ist es sehr wichtig, dass man in eine Gruppe gehen kann, sich dort treffen kann und dort über seine Probleme, Sorgen und Ängste sprechen kann. Man kann das weder mit Kollegen in der Arbeit, man kann es oft nicht in der Familie. Ja, und ich glaube schon, dass das ein riesiges Problem ist, die Trauer zuzulassen. Ja. Für die Verarbeitung der Trauer sollte man sich Zeit lassen. Die Trauer ist eben nicht in einem Jahr abgetan. Es dauert verschieden lang und es hat verschiedene Phasen. Ja. Zuerst ist der Schock, der wichtig ist natürlich, dass man das überhaupt überstehen kann. Die nächste Phase ist das Realisieren. Das ist auch eine schwierige Phase, jede Phase für sich. Und dann kommt das Akzeptieren. Ja. Die vierte Phase wäre dann, die neue Situation in sein Leben wieder integrieren, ja, und wieder anfangen, mit dieser neuen Situation zu leben. Der Trauerkreis trifft sich einmal im Monat im Gesundheitszentrum. Informationen und Anmeldungen beim Sozialreferat der Stadt Bruck. Aber auch wenn sich die Trauer verarbeiten lässt, der Schmerz bleibt für immer. Recht trüb hat sich der Mittwoch im Mürztal präsentiert, das Ganze bei Tageshöchstwerten um die 10 Grad. Der Donnerstag zeigt sich im Mürztal dann zunehmend freundlich, vor allem am Vormittag gibt es aber dichte Wolken und hier und da auch ein paar Regentropfen. In der Früh ist es frisch bei Werten zwischen minus 1 und plus 5 Grad, im Laufe des Tages erwarten wir mit der Sonne sogar 12 bis 17 Grad. Das war's auch schon wieder beim Mürztal aktuell, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.